Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Jahren der klassischen Unterfinanzierung befinden sich unsere Verkehrsanlagen und Investitionen heute auf einem Rekordniveau. Und was die Verbesserung der Planungsreserven angeht, meine Kollegin hat es gerade gesagt, werden wir nun über eine Gründung einer Bundesinfrastrukturgesellschaft reden und damit die Planungsreserven seitens des Bundes deutlich verbessern. Diese sehr positive Entwicklung, ferner unsere Investitionen, um die Lärmemissionen zu bekämpfen, sowie die Förderung des Breitbandausbaus, bewirken Modernisierung unserer Verkehrsinfrastruktur im Sinne einer digitalen, nachhaltigen und globalisierten Infrastruktur. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen fast am Ende der Wahlperiode, ein Jahr ist es ja noch, bereits heute feststellen, ja, wir sind in den Jahren, die jetzt zurückliegen, enorm vorangekommen. Und das lassen wir uns auch heute hier in dieser Haushaltsdebatte nicht schlechtreden. Und schon gar nicht von denen, die da von weniger Verkehr geredet haben, vor allem und weiterreden in einer Zeit, in der die Schwerlastverkehre erheblich ansteigen und immer neue Staus produzieren. Das ist völlig richtig und steht auch außer Zweifel. Angesichts der prognostizierten Verkehrsentwicklung für Deutschland müssen Güterverkehre, und das muss unser Ziel sein, weiter auf Schiene und Wasserwege verlagert werden. Wer aber weniger Verkehre will, wie Sie beispielsweise, der täuscht doch die Menschen. Und diese Politik, da hat der Minister vollkommen recht, führt im Ergebnis zu weniger Wachstum, weniger Wohlstand. Und genau das können und werden wir so nicht zulassen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir ausdrücklich die Verbesserung im Bereich der Haushaltsansätze für die kombinierten Verkehre. In diesem Bereich ist ja auch viel geschehen. Ein nennenswerter Milliardenbetrag unterstützt die Wachstums- und Qualitätsoffensive der Bahn AG. Auch das stärkt ausdrücklich den Verkehrsträger Schiene. In den kommenden Jahren bleiben die Bekämpfung des Schienenlärms und die Schaffung barrierefreier Bahnhöfe ein Kernanliegen unserer Verkehrspolitik, unter anderem mit zusätzlichen 34 Millionen für den Lärmschutz in den Jahren bis 2021. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Koalitionsvertrag haben wir uns auch sehr klar für die Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland ausgesprochen. In zahlreichen Sitzungen des Fachausschusses hat es hier ja bemerkenswerte Plädoyers gegeben. Insofern freuen wir uns in dieser Stunde sehr über die Bereitstellung von rund 200 Millionen Euro zur Entlastung der Fluggesellschaften, insbesondere mit Blick auf die Reduzierung der Flugsicherungsgebühren ist dies ein starker Aufschlag. Und ich möchte in dieser Haushaltsrunde einmal unseren Haushältern dafür ausdrücklich Dank sagen. Meine Damen und Herren, ein Wort zur Breitbandförderung des Bundes. Sie generiert geradezu eine echte Erfolgsgeschichte. Das Förderprogramm, seine Rahmenbedingungen mit dem Scoring-Verfahren, die Beratung durch das Breitbandbüro ist hervorragend, angemessen. Zudem konnte unser Minister noch einen Aufwuchs der Fördermittel auf 4 Milliarden erreichen. Das nenne ich summa summarum eine sehr erfolgreiche Arbeit von Ministerin und Minister. Herzlichen Dank dafür, Andreas Dobrindt. Folglich ist die Personalverstärkung zur erfolgreichen Umsetzung des Digi-Netzes und auch im Bereich der Bundesnetzagentur völlig richtig und zielführend. Den zurückliegenden Ausschussberatungen gab es übrigens von Oppositionsfraktionen kaum Neues zu hören. Wiedervorlage war angesagt. So zum Beispiel beim Thema Fehmarn-Belt-Querung, ferner die niemals enden wollende Kritik zu Stuttgart 21, obwohl ja das Volk abgestimmt hat. Und natürlich fehlte auch nicht an dem für mich schon chronischen Gejammer über eine alternative und ich betone erfolgreiche Beschaffungsvariante ÖPP. Dieser Kritik steht nunmehr ein Verkehrshaushalt der Rekorde 2017 gegenüber, mit einer Erfolgsbilanz der Koalition, die sich weiß Gott sehen lassen kann. Drei Punkte möchte ich dabei hervorheben. Erstens, wir verfügen endlich über deutlich mehr Geld für die Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur. Ja, der Investitionshochlauf ist da, mehr noch, und genau das, den gilt es weiterzuführen.
Deshalb benötigen wir nach Beschlussfassung über die Ausbaugesetze zeitnah die Planungsentscheidungen mit hoffentlich ausreichenden Planungsressourcen. Man muss sich das ja mal immer wieder vor Augen führen. Das Geld steht jetzt bereit. Wenn dann aber zu wenig oder am Ende gar nicht geplant werden kann, wäre das ja angesichts notwendiger Tüchtigung, betone dringend notwendiger Tüchtigung unserer Verkehrsanlagen, äußerst verantwortungslos. Deswegen müssen Bund und Länder ihre Planungsreserven ganz eindeutig erhöhen. Auch in der Haushaltswirtschaft hat es sehr positive Veränderungen gegeben. Ich nenne die Einführung, Herstellung der Überjährigkeit. Ich nenne als weiteren Baustein die komplette Bewirtschaftung durch unsere Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft. Ganz im Sinne von mehr Flexibilität, von mehr Transparenz und von mehr Haushaltswahrheit und Klarheit. Und drittens, hier schon angesprochen, das Upgrade unserer Verkehrsinfrastruktur, der Bundesverkehrswegeplan 2030. Er steht nun am kommenden Freitag vor seiner abschließenden Beratung Beschlussfassung. Ich darf mal resümieren, noch nie hat es schon bei Veröffentlichung des Entwurfs so viel Zustimmung gegeben. Noch nie ist eine derart ausfinanzierte Planung vorgelegt worden. Noch nie gab es eine so breite Öffentlichkeitsbeteiligung. Deswegen ist dieser Plan kein Wünsch dir was und auch keine Belügung der Koalitionsabgeordneten, wie es hier geheißen hat, um dann in der Heimatzeitung zu erscheinen im Zuge der Eröffnung einer Umgehungsstraße. Meine Damen und Herren, diese Kritik ist nicht nur sehr unsachlich, sondern auch substanziell völlig daneben. Denn im Gegensatz zu früheren Planungswerken, in einem haben ja auch bündnisgrüne Kräfte mitgewirkt im Jahre 2003, darf ich jedoch feststellen, dass dieses Planungswerk 2030 gerade superlativ für unser Land aufgestellt ist. Die Planung sieht ja beides vor, Netzerhalt, Netzausbau und ich betone im ländlichen Raum den Ausbau von Umgehungsstraßen. Auch unsere ländlichen Regionen benötigen mehr Verkehrssicherheit, einen besseren Verkehrsfluss und nicht zuletzt damit auch eine gute regionale Entwicklung. Auch Deutschland ist mit dem BVWP 2030 hervorragend aufgestellt. Dafür danken wir dem Ministerium, dem Minister und nicht zuletzt in den Koalitionsfraktionen unseren AG-Vorsitzenden Uli Lange und Kirsten Lühmann. Herzlichen Dank dafür. Wir haben ja gesehen, dass Sie in den letzten Wochen der parlamentarischen Beratung einen starken Job gemacht haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, unser Land hat mit seiner erfolgreichen Volkswirtschaft ohne jeden Zweifel eine herausragende Stellung in der Welt und in Europa. Sie zu erhalten, bedarf es einer zukunftsfähigen, modernen Verkehrsinfrastruktur. Dem dient der Verkehrshaushalt der Rekorde 2017. Und deswegen verdient er unsere Zustimmung und unsere Unterstützung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Tabea Rösner spricht als Nächste für Bündnis 90 Die Grünen.